Hallo, mein Name ist Tim Hößmann, ich bin Rechtsanwalt aus Berlin. Herzlich willkommen bei FotoTV. Heute melde ich mich mit einem aktuellen Beitrag zum Thema der Panoramafreiheit. Die Panoramafreiheit ist in Gefahr. Hintergrund dessen ist, dass im Augenblick innerhalb der Europäischen Union eine Vereinheitlichung des Urheberrechts diskutiert wird und im Rahmen dieser Vereinheitlichung auch die Panoramafreiheit eingeschränkt werden soll. Gerade für Berufsfotografen und Leute, die ihre Fotos gewerblich nutzen wollen, soll die Panoramafreiheit erheblich eingeschränkt werden. Die Europäische Union plant, dass das Fotografieren von Gebäuden zu gewerblichen Zwecken nur noch erlaubt sein soll, wenn die entsprechende Zustimmung des Urhebers eingeholt wird. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel ein Bild vom Berliner Panorama mache und der Fernsehturm darauf ausgebildet ist, ich rein theoretisch vor einer Veröffentlichung die Genehmigung des jeweiligen Architekten, bei dem Fernsehturm zum Beispiel Herrn Henselmann, beziehungsweise dessen Erben brauche. Das bedeutet für die Fotografen, dass es quasi unmöglich wird, im öffentlichen Raum überhaupt noch Fotos machen zu können, weil fast immer irgendwo ein Gebäude oder ein anderes urheberrechtlich geschütztes Werk, sei es auch nur im Hintergrund, auf dem Foto abgebildet ist. Daher bin ich und auch der Zentralverband der deutschen Berufsfotografen, den ich als Partneranwalt vertrete, gegen diese geplanten Änderungen des Urheberrechts und haben auch in einem offenen Brief an die Europäische Union auf diesen Umstand hingewiesen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.